Hallo an alle Solarfreunde da draußen. Ich hatte ja vor kurzem mein Video gemacht und zwar ging es da um die Growatt SPF 5000ES und das Problem des Nicht-Umschaltens auf Netz, wenn die Batterie entleert ist und kein Solar mehr kommt. Ja? Heute in dem Video möchte ich euch kurz zeigen, wie ihr das Problem mit einem relativ einfachen und nicht kostenintensiven mit einer nicht kostenintensiven Lösung sozusagen in den Griff bekommt. Ja. Hatte ja kurz erklärt, dass die Netzumschaltung oftmals nicht funktioniert. Wie habe ich das bei meinen? Also meine zwei hier laufen jetzt dann seit ungefähr Januar, also seit fast 4 Monaten problemfrei und schalten auch, wenn wirklich die Batterie leer ist, um auf Netz ohne Mucken und Murren. Ja, wie kann man das lösen? Es gibt mehrere Ansätze, das zu lösen, aber die einfachste, die ich bisher gefunden habe, ist ein kleiner Hinweis, und zwar in der Anleitung. Jetzt muss ich kurz mal suchen. Es sind diese Trockenkontakte oder Hilfskontakte, die sich unten an dem Inverter befinden. Da gibt es eine Beschreibung. Ich muss kurz mal hier durchblättern. Es gibt hier eine kurze Info zu diesen Hilfskontakten. Die sind aber relativ vorne in der Anleitung beschrieben. Ah ja, hier. Und zwar Dry Contact 11. Ja, das ist hier. Da. 11. Und zwar, das ist dieser Stecker hier, wo NC, C und NO steht. Und zwar ist es ein Schließer bzw. ein Öffnerkontakt. Ich weiß gar nicht genau, ob da noch irgendwie mehr Infos. Ich glaube, es war noch an einer anderen Stelle noch. Ach, hier ist es nochmal beschrieben, genau. Was dieser NC-Trockenkontakt oder in Deutsch würde man sagen Hilfskontakt genau bezweckt und tut. Und zwar schaltet dieser Hilfskontakt bei den Parametern. Und zwar, gehen wir mal kurz drauf. 12 müsste es sein. 12 und 13 entsprechend da unten was zu oder weg, je nachdem wie man es konfiguriert oder anschließt, ja? So, ich zeige euch jetzt mal noch mal kurzes Teil, und zwar ist das hier mein Master-Inverter, der hier, ja? Und hier ist der Trockenkontakt, ja? Der ist nicht grün. Sorry, habe ich vorhin falsch gesagt. Bei manchen Geräten ist er anscheinend grün, aber hier ist er nicht grün, oder? Bin mir nicht sicher. Ist ja egal. So, was habe ich hier gemacht? Ich habe bei mir hier auf C und NO. NO heißt Normally Open und C heißt Common auf Englisch. Also, es ist ein Schließerkontakt. Habe ich hier ein 63 Ampere Schütz geschalten, ja? Und schalte hiermit sozusagen die Hauptphase, die als Eingang vom Netz hier kommt, hier über das Schütz nochmal separat einzeln durch. Ja? So, was passiert jetzt? Ich kann das nämlich simulieren, und zwar habe ich hier einen Sicherungsautomaten verbaut, mit dem ich das alles simulieren kann. Wenn ich diesen Sicherungsautomaten durchschalte, dann passiert genau das, was beim P12, bei Erreichen des P12-Werts oder bei der P12-Schwelle angestoßen wird in dem Inverter. Und zwar schaltet der da unten diesen Trockenkontakt oder Dry-Hilfskontakt durch, also die zwei Schaltungen. Und zwar habe ich von meiner Eingangsphase Strom genommen, habe den da durchgeschleift, bin wieder zurück auf das Schütz, und zwar das Schütz ist ein 230 Volt Schütz, und schalte damit das Schütz aktiv ein. Und dann passiert Folgendes, und zwar die Eingangsleitung von der Phase 1, die hier unten am AC-Eingang hängt, vom Haus kommend, wird durchgeschalten, und dann poppt hier dieses Icon auf von Netzverbindung, und dann dauert es ungefähr so 10 Sekunden und dann schaltet der Inverter bei mir durch. Auf welchem Mode bin ich? Und zwar Utility. Man kann auch SUB nehmen, das ist vollkommen egal. Die Inverter verhalten sich dann genauso, wie der SUB beschrieben wird. Der SUB, nee, SBU-Mode. Das heißt, Solar ist weg, Batterie ist leer, dann schalt bitte aufs Netz um und lasst die Dinger weiterlaufen. So, und das zeige ich jetzt euch einmal, wie das genau funktioniert. Ich simuliere jetzt
hier mit dem Schalter P12 wird erreicht, also Batterie ist auf unterster Spannung und dann passiert Folgendes und ich drücke das jetzt. Und dann blinkt er hier kurz, jetzt hat er Netz, synchronisiert das Netz und zwar auf beiden Invertern und dann schaltet er durch, zack, zack. Mal gesehen, der Slave ein bisschen später und der Master eher. So, und somit ist die ganze Problematik vom SUB eigentlich behoben. Was passiert jetzt weiter? Normalerweise würde es jetzt weitergehen und zwar würde der Inverter sich so lange vom Netzbetreiber Strom versorgen, bis P13 erreicht wird, also Parameter 13, und zwar wenn es bei mir 25%, folglich am Morgen kommt die Sonne raus, die Sonne hat Power, die würde jetzt hier durchschalten und würde nur die Batterie laden in dem Moment, ja? So lang, bis die Batterie wieder bei 25% angelangt ist, das geht eigentlich ziemlich zackig am Morgen, das dauert 5% dauern keine halbe Stunde normalerweise, wenn man die entsprechenden PV auf dem Dach hat, logischerweise, ja. Und sobald der P13 erreicht, die 25%, nehme ich jetzt die Spannung hier wieder raus, dann schaltet dieser Trockenkontakt da unten oder dieser Hilfskontaktschalter wieder ab. Das heißt, das Schütz fällt ab und es passiert genau das, was ich jetzt simuliere hier. Das Schütz fällt ab, Netz verschwindet und der Inverter versorgt sich wieder von PV und von Batterie. So. Und das ist eigentlich genau das, was die GrowWatts eigentlich nativ können sollten, laut Anleitung, sie aber einfach nicht tun. So, ich hatte, nur kurze Anekdote, ich hatte sehr lange mit dem deutschen Support Kontakt und da kamen nur Ausreden, die teilweise kommt es mir so vor, wie wenn die überhaupt keine Ahnung von ihren Geräten haben, oder sie wollen von dem Problem nichts wissen. Vielleicht wissen sie von dem Problem und wollen es einfach nicht adressieren oder können es nicht adressieren oder es müsste ein Rückruf passieren oder was. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich hoffe somit auch den ganzen leidgeplagten GrowWatt SBR 5000 Besitzern damit einen Gefallen zu tun. Kauft euch so einen Schütz. Das kostet, keine Ahnung, der Schütz ist Pillepalle. Lasst euch das von Elektriker entsprechend über den Trockenkontakt unten verkabeln und auch vernünftig absichern, sodass hier nichts passiert und keiner zu Tode kommt. Und dann müsst ihr halt ein paar Änderungen an den Modi-Einstellungen vornehmen. Ihr müsst auf Utility oder Soul oder SUB schalten. Und dann laufen die Kisten genau so, wie ihr das eigentlich wollt. Oder wie ihr, wenn ihr denn wirklich den SBU-Mode favorisiert, dann macht ihr genau das. So viel zum Thema. Es wurde jetzt ein bisschen längeres Video, 8 Minuten, ja. Wer Infos im Detail braucht, schreibt es in die Kommentare. Ich versuche alles zu beantworten, aber ich bin kein Verkäufer von diesen Anlagen und ich bin auch berufstätig, also verzeiht mir, wenn es mal ein bisschen länger dauert, bis ich hier Antworten schreibe. Ansonsten, ja, wünsche ich euch einen schönen Tag, gute Nacht oder wo auch immer ihr seid und viel Spaß. Ich hoffe, das Video hilft euch, eure Probleme zu lösen. So, und hiermit bin ich raus. Ciao, ciao.